an adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. Servus Jungs, was geht ab und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu einem weiteren Video auf Foodlovers. Heute mit einem ganz speziellen Video. So ein Video wird es wahrscheinlich nicht häufig auf diesem Kanal geben. Es ist die Ausnahme. Wir werden heute Packs mit Coins öffnen. Nicht mein Account, sondern auf dem Account von dem lieben Foodtex. Wer mich schon länger verfolgt, weiß, wir sind schon ewig befreundet. Er wird heute 10 125k Packs in den Lightning Routes von den Future Stars ziehen. Und ich bin echt mal ganz, ganz gespannt und ich drücke ihm wirklich beide Daumen hier, dass wir da irgendwas Gutes rausziehen können. Wie gesagt, ich glaube, er will 10 125k Packs aufmachen. Wir gehen gleich rüber auf seinen Account. Wir werden das Ganze ziehen und gönnt euch das Video, Jungs. Das ist eine Pack-Eskalation. Ganz, ganz viele Coins und mal sehen, ob sich das Ganze am Ende gelohnt hat. Ein richtig dickes Plus- oder Minus-Pack. Let's go. Let's go, Jungs. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, wir werden jetzt halt Real Talk das erste 125k Pack mit Coins aufmachen. Jungs, Future Stars müssen rasseln hier. Ach. Ich meine, kann man besser starten? 83er, oder? Es fängt schon mal nicht gut an, ja. Es fängt gar nicht gut an. Erstes 125.000 Coins Pack. 83er. Das ist einfach unglaublich, dass sowas überhaupt erlaubt ist, ne? Dass sowas überhaupt erlaubt ist. Ist. Nächstes 125k Pack. Wir gehen rein. Erster Walkout. Ja, erster Walkout immerhin. Oh, ja, Immobile, was weiß ich. Ach so, ist sogar ein Inform, gar nicht gerafft. 84er Inform, vielleicht noch Ronaldo, Messi dahinter. Würden wir mitnehmen. Ja, zwei Informs, ein 84er, aber auch wieder hier. Ja, dickes Minus eigentlich gemacht mit diesem Pack. Zweites 125k Pack. Auch das nicht wirklich gut. Die nächsten 125 Coins sind weg. Haben wir einen Walkout? Oh, kein Walkout. Also ich sag's euch ganz ehrlich, wenn wir hier keinen Future Star ziehen sollten, dann wäre das schon extrem traurig. Daniel Ginczek, Grüße gehen raus an alle VfB-Fans, die ihn vielleicht aktuell gerade vermissen. Die nächsten 125.000 Coins. Gönn einfach mal so einen Future Star. So Haaland wäre einfach krank. Walkout immerhin. Suarez, Cavani. Cavani, auch hier wieder. Selbst wenn jetzt hier so ein 88er Cavani rauskommt, wir machen so viel Verlust mit diesem Pack. Ja, das ist halt echt. Ich bin echt mal gespannt, ob wir es hier überhaupt schaffen, ein einziges Plus-Pack rauszuholen, ne? Also bisher sind wir komplett auf Minus. Drei Packs, dreimal Minus. Oder waren es schon vier? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall war noch kein gutes dabei. Aber er wird nicht aufgeben. Nächstes Pack. Komm schon, EA Sports. Einmal. Einmal einen Future Star wenigstens schon mal. Oh. Alter, tut das weh hier. Es sind nicht mal meine eigenen Coins, ja. Aber mir tut es an der Stelle einfach so krass leid für Foodtex. Beziehungsweise es schmerzt einfach so viele Coins zu sehen. Und dann so Packs. Alter, das kannst du ja keinem erzählen, ne. Wir können das nachher auch gerne mal umrechnen, wie viel FIFA Points, wie viel Echtgeld das Ganze jetzt wert war. Nächstes Pack geht auf. Langsam muss der Hase mal hier rauslaufen. Walkout immerhin. Brasilien. Innenverteidiger. Ja. Auch hier wieder. 87er Thiago Silva bringt vielleicht 20, 30.000 Münzen. Das Pack kostet 125.000 Münzen. EA Sports, Vancouver, Canada, gönn einfach mal ein gutes Pack hier, oder? Wirklich, ich bin gerade voll geschockt. Ich dachte, ich bin so voll hyped jetzt beim Packs ziehen so. Aber die ersten Packs, also ich weiß nicht, wie man jetzt noch hyped sein kann. Vielleicht jetzt noch eine Future Star. Immerhin ein Walkout, aber was soll da groß kommen? Ein Keylor Navas, ach du Scheiße. Wenigstens mal so einen Neymar, so einen Mbappé vielleicht, was weiß ich. Man muss sich das halt überlegen. Selbst wenn er jetzt einen Neymar oder einen Mbappé zieht, macht er immer noch insgesamt Verlust, ne? Aber wir bleiben weiterhin bei Keylor Navas, Özil und Co. Oh, 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 das tut wirklich weh, Jungs. Dieses Pack-Experiment, ich werde es wahrscheinlich am Anfang nochmal eingeblendet haben, Jungs. Macht das nicht nach, ja? Foodtex hat das freiwillig zur Verfügung gestellt, ja, ich habe ihn da nicht gezwungen.
Ich wollte ihn da eher noch von abhalten. Inform Walkout. Holland. Innenverteidiger. Das ist De Ligt. Ja, da wird auch nicht so viel wert sein, aber immerhin die wertvollste Karte bisher, ja. Matthias De Ligt, 87er Inform. Noch ein Walkout dahinter, nämlich Bernardo Silva und Fabinho. Boah, 40.000, ich dachte so 70 wäre vielleicht noch drin gewesen. Ja, 40, 60. Ja, auch das hier reicht bei weitem nicht an ein Plus-Pack, ja. Ich weiß nicht, wie viele Packs es aktuell schon sind. Es sind, glaube ich, 8 gewesen und wir haben bisher nur Minus gehabt. Oder ist es schon das 9.? Auf jeden Fall, nächstes Pack geht auf. Ach du Scheiße. Ich glaube, das waren gerade schon die 10, ne? Wie schnell geht das eigentlich? Ich guck gerade hier. Ach. 83er. Als besten. Wie oft hatten wir das gerade? Jetzt mal Real Talk, Jungs. Wie viele Packs wollt ihr dafür öffnen, damit irgendwann mal ein guter Spieler kommt? Falls du dich da draußen gerade irgendwie beschwert hast oder so, dass die Packs nicht so gut sind, dann schau dir dieses Video mal genau an, wie viele 125.000 Coins Packs er da gezogen hat. Einfach abartig krank, wie schlecht diese Packs sind, ne? Ich kann das gerade gar nicht so realisieren, während hier Futix weiter Upgrade Packs spammen wird. Ich kann das gerade nicht verstehen, Jungs. Wir haben gerade, die Aufnahme geht 5 Minuten, ne? Wir haben gerade über 1 Million Coins einfach innerhalb von Sekundenbruchteilen komplett vernichtet. Wir haben gar keinen guten Geschütz, kein Future Strike, nie, nix, gar nichts. Kein Spieler über 100k, kein einziges Plus-Pack, 10-mal Minus-Pack. Schreibt's gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr davon? Ist die Pack-Rage in FIFA fair, ist sie nicht fair? Habt ihr euch schon mal über Pack-Luck beschwert? Werdet ihr das jetzt bereuen nach dem Video? Keine Ahnung, Jungs. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem Pack-Opening haltet, weil im Endeffekt, das kann halt echt nicht so sein, ne? Also auf jeden Fall geht ein dickes Dankeschön an der Stelle an Futex natürlich raus. Erster Link in der Beschreibung. Wer uns kennt, wer Foodlovers von Instagram kennt, weiß, wie gut ich mit Futex befreundet bin. Wir kennen uns schon so lange. Lasst ihm gerne ein Abo da, falls ihr ihn noch nicht kennt. Ich denke, viele von euch kennen ihn schon. Ehre, dass er diese Packs hier gesponsert hat. Ich hoffe, er wird auf jeden Fall bald wieder Packler haben. Weil wir sind uns, glaube ich, alle einig. Schlechter als dieses Pack-Opening kann es nicht mehr werden. Und damit bin ich raus aus diesem Video, Jungs. Es tut mir mega leid, dass ich euch hier keinen guten Spieler zeigen konnte. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass wir nicht alles gegeben hätten, ne? Seine Coins sind so, dass er jetzt kein weiteres Pack mehr ziehen kann. Deshalb sind wir raus. Haut rein, Jungs. Lasst gerne eine positive Bewertung für diese negativen Packs hier auf diesem Video da. Und dann bin ich raus, Jungs. Haut rein. Macht's gut. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und ciao.